So. Das ist halt immer schade. Und da sind wir wieder. So, aber das war jetzt da definitiv wirklich das Ende der Aufnahmesession jetzt hier. Ja. Obwohl, ich muss gestehen, hier schon noch Bock auf eine Map. Bock, ja, aber Ach komm, machen wir noch eine, oder? komm, so viel wollen wir Rookie doch auch nicht vorenthalten. Aber eins kann ich dir noch dealen, weil wir sind ja voll die Dealer hier. Willst du mir noch was geben? Warte mal, was ist denn das? Ich schmeiße es einfach mal rein, ich zeig's dir mal. Ich habe ja keine Ahnung, wo du gerade momentan stehst. Beide, die ich habe. Na? Ja, was ist damit? Sind bei, also der eine ist 365, der andere ist schon knapp über 400. Aber oh, das... Also nee, die kannst du beide in der Tonne rauchen im Vergleich zu meinen beiden, die ich habe. Okay, dann rauche ich in der Tonne mein Pfeifchen. Und ich muss langsam, glaube ich, mal wieder Dings machen. Mal wieder Dinge stapeln, weil irgendwie sind jetzt schon fast beide Kisten voll. Ja, bei mir sind beide voll. Weißt du, was ich interessant finde? Man kann das Pad bzw. das eigene Inventar sortieren, aber das Kisteninventar. Ja, das vermissen, glaube ich, nicht nur wir, sondern das vermissen viele. Ja, also das fehlt irgendwie. Also gut. Ist jetzt so ein nice to have. Ach, die Lucky Coins, die tue ich jetzt mal mit zu den Lucky Dice. Wäre mal cool, wenn man irgendwie mal so ein fünffach gesockeltes Ding findet, so eine fünffach gesockelte Waffe. Dann würde ich echt mal so die ganzen Lucky-Teile, also die ganzen Glücksbringer einfach mal reinschmeißen zum Farmen oder so. Was meinst du, Otto? War doch mal eine Idee. Also, ich schaue gerade, ob ich noch eins... Boah. Nee, habe ich nicht. So, ich werde mal schnell mal ein bisschen was kombinieren. In der Zwischenzeit können wir ja hier schon mal aufhören, oder? Für die Folge. Könnten wir eigentlich machen. Oder wir erzählen noch einen Schwenk aus unserem Leben und... Du meinst, wie du diverse Sachen wieder abgefackelt hast? Oder so? In diesem Sinne, das war's mit Let's Bonus Torchlight 2. nee, Spaß. ja. So ist es. So läuft das permanent bei uns. Also, das muss man auch mal sagen. Aber Fakt ist, es ist immer noch ein schönes Spiel. Wir können ja schon mal gucken. Ich kann ja schon mal gucken, welche Karte wir als nächstes nehmen. Das kommt. Ich ziehe das jetzt mal hier gnadenlos in die Länge. Ich meine, es sind Bonusfolgen. Ich meine, wir achten jetzt gar nicht mehr so wirklich auf die Zeit. Wir nehmen ja immer noch durch auf. Wir cutten das auch schon dementsprechend, dass es aufgeht. Nicht, dass da eine Folge bloß 5 Minuten ist oder so. Ja. Oh, Ghastly Monterey Map 66 bis 75. Die machen wir doch mal, oder? Alter, bist du wahnsinnig. Da gehen wir gnadenlos drauf. Da kriegen wir mal ordentlich ein paar auf die Mütze hier. Was haben wir denn sonst noch? Oh, Desert Factory Map 96 bis 100. Das klingt doch einfach. 96 bis 100. 96 bis 100, 76 bis 85, 66 bis 75. Oh, die sind ja alle so hoch. Frostbitten Cavern Map, hat man die schon? Nee, die hat man noch nicht. Nee, wir haben bis jetzt ja nur 2 gemacht. Ja. Gut, dass wir dann die Folgen dementsprechend benennen werden, weil ich denke mal, bevor wir eine Aufnahmesession machen, irgendwann wird es dann so sein, dass wir die YouTube-Folgen durchgehen. Und was haben wir noch nicht gemacht? Den Punkt werden wir irgendwann erreichen, ja. Oder wir kaufen jetzt alle Maps, wofür wir das Geld nicht haben. Ich habe 32.000, ich glaube, das reicht noch eine Weile. Ja, aber okay, das reicht bei denen teilweise. Wir kaufen alle, jede einmal und dann wissen wir, was wir gespielt haben, was nicht, weil was nicht im Inventar ist, haben wir noch nicht gespielt. Quatsch, was wir nicht im Inventar ist, ist schon gespielt. Ja, die Frage ist jetzt an der Stelle, hab ich so viel Platz? Ja, na gut. So, mal gucken, wo werden denn die Maps eigentlich gespeichert? Im mittleren, glaube ich, oder? Ja. Okay, dann kaufe ich Frostbitten Kavernen. Obwohl, machen wir es mal so. Kaufst du dir ein paar, machst du erstmal die billigeren. So. Und dann hole ich die teureren. Also. Ich nehme
Ich nehme erstmal Rune Shrine Map. Haben wir schon mal. Okay. Rune Shrine Map, ich schau die gerade. Sanctuary Map. Die ist mehrfach drin. Rune Temple Map, Rune Temple Map. Rune, die Shrine habe ich gar nicht bei mir drin. Geil. Cool, ich habe Forgotten Labs, ne? Habe ich zweimal. Aber verschiedene Preise. Einmal für 786 und einmal für 393. Ach, du siehst ja auf der Karte, was die überhaupt hat. Ach, je. Ja. Das, ich habe auch hier Ruine Tempel Map. Da gibt es eine Players and Pets. 5% mehr Erfahrung, 25% mehr Gold. Minus 25% Skill Mana Cost. Das ist ja lächerlich. 10% Magic Finding Luck. Also magische Gegenstände so finden, 10% mehr. Das stimmt, das ist ja richtig krass. Also teilweise bei unserer ersten Map, die wir gespielt hatten, da hatten zum Beispiel nur die Monster ihre Vorteile, ne? 10% Cast Speed und 10% Attack Speed, ne? Aber ganz ehrlich, wir haben es trotzdem gemeistert. Also ich würde sagen, weil so wie ich das hier sehe, sind das immer zufällig generierte Karten. Das erhöht irgendwie den Wiederspielwert. Aber die Forgotten Labs Map 48 bis 55 hole ich mal. Forgotten Labs? Weil das ist mir. Ja, Map, genau. Die ist 48 bis. Ja, ist 48 bis 55. Habe ich jetzt aber auch im Inventar gerade. Scheiße. Ja, das Interessante ist, ich hatte die für zwei verschiedene Preise. Dann hole ich mir die Ransacked Hall Maps. Ja, kannst du gerne machen. Oder wir machen es anders. Ich hole mir jetzt einfach erstmal die ganzen lilanen, also die ganzen Nether-Dinger. Ich glaube, das ist ein bisschen einfacher. Ja, mit Ausnahme Forgotten Labs. Boah. Aber das sind teilweise Level. Pui. Brauchen wir noch ein bisschen. Aber pass auf, dass du von den lilanen keinen Doppelt nimmst, ne? Desert Factory, Forgotten. Musst du aufpassen, da heißt zum Beispiel eine Forgotten Factory Map, Forgotten Workshop Map. Die heißen, glaube ich, alle Forgotten, oder? Ach ne, fast alle. Nee, Desert Factory. Gut, also von den lilanen Ransack Vault, habe ich das? Ja, und Ransack Commons. Ach, die Ransack Commons hast du ja gekauft, hast du ja gesagt. Nein, die Forgotten Labs. Okay. Ransack Commons, gut. Da habe ich jetzt mal alle Lilanen, die es gibt. Also wir achten da jetzt nicht auf die Fähigkeit, sondern wir achten jetzt darauf, dass wir jede Map einfach mal zeigen, sofern sie nicht zufällig generiert sind, weil dann ist es ja eh witzlos, mehr oder weniger. Ja, man sieht einfach mal, wie sie ungefähr... was da ungefähr auf einen zukommt. Also, so. Aber zufallsgeneriert, das haben wir schon bei der ersten Map gemerkt, die wir gezockt haben. Jedenfalls, jetzt gehe ich auf die mit den Flammen. Oder machst du die gerade? Da habe ich die Rune Shrine Map schon mal. Infected Olo, okay, gut, dann machst ist du die von mit, denen gewesen, also auch von denen gewesen, die wir gerade hatten. Also gut, wenn du die mit der Olympia-Fackel machst, dann mach ich die mit diesem komischen orangen Drachenkopf drauf. Komischen orangen Drachenkopf? Achso, das ist ja nur eine. Ja, habe ich ja sogar zwei. Ich habe aktuell nur eine. Wyvern Keep Map habe ich aktuell. Ich habe die Keep Map und die Stronghold Map. Wie gesagt, ich achte nicht auf Fähigkeiten, ich achte wirklich nur auf den Namen. Wahrscheinlich habe ich jetzt hier voll. Ich habe tatsächlich nur drei Maps jetzt noch kaufen können, weil Infected Holo haben wir schon gehabt, ne? Dann habe ich nur noch Infected Retreat, Blighted Holo und Rune Shrine als von diesen gelben. Von diesen gelben, okay. Also Ruined Temple Map habe ich von diesen gelben. Hast du die? Die finde ich gar nicht bei mir. Ich habe nur Rune Shrine. Okay, Ruined Temple Map. Blighted Deeps Map, hast du die auch? Blighted Holo. Das ist das Einzige. Wie bitte? Blighted Holo habe ich. Gut, Blighted Deeps nehme ich dann auch noch.
Das ist ja faszinierend. Da hat jeder von uns sogar noch verschiedene Maps. Ach, je, bin ich. Ja. Der, aber ganz ehrlich, der Alter. Hat sich doch wieder gefüllt, als wären wir weg waren. Also von daher. Ich sag euch eins, YouTube. Ich glaube, das wird uns noch Jahre verfolgen hier. Definitiv. Das wird noch schief gehen. Ja, Ruined Temple Map, die haben wir, glaube ich, gerade gemacht, oder? Nein, nee. Das war Infected Holo gerade. Ruined Temple Map, hast du die? Nein, habe ich nicht. Welche hast du nochmal von den gelben? Ruined Shrine, Infected Retreat und Blighted Holo. Okay, dann hole ich noch Ruined Sanctuary Map. Oder warte mal, habe ich die nicht schon? Ne, Ruined Deeps. Ach, gut, zack. Die auch noch rein. So, bleiben jetzt nur noch diese blauen und die grünen übrig. Warte, bei der orangenen hast du die Wyvern Keep Map gehabt? Nicht orangenen. Ja, die Drachenkopf. Wyvern Stronghold Map habe ich, Wyvern Keep Map. Gut, die Keep Map habe ich auch noch. Und vor den Lilalern hattest du Forgotten Workshop, Ransack Halls und Ransack Commons gehabt, oder? Auch. Also ich habe Ransack Commons Map, Desert Factory Map, Forgotten Factory Map, Forgotten Workshop Map und Ransack Hall Map. Azeroth Commons hast du nicht gehabt. Genau. Gut, dann nehme ich die noch. Genau, die. Und jetzt geht's mir das Geld aus. Jetzt habe ich nur noch 4.000. Alter, ich habe jetzt hier gerade 20.000, 30.000 nur an Karten verbraten. Waren teuer, wa? Ich kauf mal noch ein paar grüne. Frostbitten Caverns nehme ich mal. So. Okay, die habe ich auch. So. Also jetzt nicht gekauft, sondern bei mir. Frostbitten Shadowy. Warte, Frostbitten Ravine nehme ich. Shadowy Pit. Dann, okay, das war's bei mir. Nicht. Das war's. Gut, dann hab ich noch Shadowy Caves, aber die kann ich mir nicht kaufen. Was hast du? Frostbitten Chasm Map hast du auch, oder? Nee. Frostbitten Ravine und Frostbitten Caverns. Ich habe nämlich noch Shadowy Cavern, aber da reicht mir das Geld nicht. Okay. Wollen wir mal jetzt mal die Frostbitten Dings. Shadowy Grotto Map hätte ich hier noch von grün. Nee. Wollen wir die auch noch? Frostbitten Caverns? Hatte ich. Okay, alles klar. Jetzt habe ich kein Geld mehr. Das heißt, diese komischen Ghastly Vault und so weiter und so fort, die machen wir ein andermal. Ich hab fast keinen Platz mehr für Karten, also von dem her. Ja, das ist bei mir auch ziemlich voll. Gut, dann wollen wir mal Schluss machen, wa? Ja, so YouTube, dann seht ihr schon mal, was auf euch zukommt demnächst. wie gesagt, geht's nicht davon aus, dass das Torchlight 2 immer jeden Tag kommt. Das ist immer so spontan Ding. Je nachdem, wie wir Zeit haben, vor allen Dingen, wir haben es vorhin schon erwähnt, wir haben eine fette To-Do-Liste mit Let's Plays, die wir machen wollen. Müssen aber auch aufpassen, dass wir nicht alle gleichzeitig unsere Spiele da spielen, sage ich jetzt einfach mal, weil es kann echt sein, dass wir da so 5 Videos am Tag raushauen und das ist eigentlich auch ein bisschen Overkill. Ja. Mindestens ein Video pro Tag wäre geil. Zwei Videos pro Tag. Wäre cool. Das wäre so ein cooles Ding. 3 Videos würde ich wirklich nur machen, wenn ein Let's Play, sage ich jetzt, oder 2 Let's Plays und das dritte vielleicht als Let's Test oder sowas. Das ist so quasi meine persönliche Intention. Aber das ist wie mit den Frauen, man weiß nie, was kommt. Also von dem her, lasst euch einfach mal überraschen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Bonus-Map. Haut's rein. Ciao.